Willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight Teil 14. Wir sind hier im Mantisbau und also im Mantisdorf unten drunter. Deswegen nenne ich das mal Mantisbau. Und irgendwie, ja, kommen wir hier nicht weiter. Noch nicht. Und deswegen will ich mal gucken, ob wir hier jetzt noch irgendeinen Weg finden oder ob wir es gleich sein lassen. Ha. Okay, das hat schon mal geholfen. Also kann man doch Step by Step hier weiterkommen. Ja, kann man. Sehr gut. Geheimgang? Nein, schade. Ja, jedenfalls bin ich gespannt, was es hier unten noch gibt, denn hier dachte ich ja, wären wir fertig, nachdem wir die Mantisklaue gefunden haben, aber es scheint doch noch viel mehr zu geben und das ist natürlich sehr interessant. Sehr gut. Alle Abkürzungen geöffnet, so far. Oh oh. Das sieht ziemlich nach einem Bossfight aus. Herausfordern. Oh. Mantisfürsten. Ach, da geht auch gleich der Boden auf. Wundervoll. Nein! Fuck! Nicht schlecht, der Mantisfürst hier. Ich habe nichts gesagt und auch nichts gesprochen, weil das war ganz schön... Was? Warum bin ich noch hier? Oh, das ist ja ultra nervig. So, hier ging es doch irgendwo raus, oder? Fuck, nein, ging es nicht. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil das ist echt blöd gemacht. Ich hätte gehofft, man wird an der nächsten Bank abgesetzt und nicht an der weit entferntesten. Dann müssen wir da wieder rüberfliegen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Da unten war ich überall. War ich sogar nicht. Rechts geht's noch weiter. Da ist bestimmt eine Station. Gucken wir dahin. Oh. Dass das so funktioniert hat, so wo bin ich hier? Da. Dann weiter runter. Wir sind hier, dann müssen wir jetzt nach rechts. Und dann geht's hier nochmal nach rechts. Der hat die Hacke von dem anderen auf die Fresse gekriegt. Oh, da geht's mal wieder hoch. Oh, hier heult mal wieder so ein Vieh. Ach ja, da oben. Ho, 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 ho.
dieser Controller setzt dir manchmal einfach aus. Ich laufe ja viel lieber mit dem Steuerkreuz vom Xbox-Controller und nicht mit dem Joystick. Aber beim Springen setzt der manuelle Controller manchmal aus, aber der Joystick eben nicht. Wo bringt mich das hin? Will ich das machen mit da drunter gehen? Erstmal gucke ich hier draußen noch ein bisschen umher. Ist mir nämlich sehr suspekt. Oh oh. Betrachten. Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstellen. Jawohl, hier ist eine neue Station. Betrachten. Ein Mechanismus mit einem Spalt für eine Art Karte. Ach ja, ich erinnere mich. Das wird die Bahn von hier unten sein. Aber wir haben gar keine Karte gefunden. Einfach Gräber kaputt schlagen. Ah, da geht's noch weiter. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo so ein Dings finden. Ein Käfer. Oh! Das sind doch die drei. Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träume. Monomo, die Gelehrte, in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Lurien, der Wächter, in seiner Warte die Stadt überblickend. Hera, die Bestie, in ihrem Bau inmitten der tiefen Dunkelheit jenseits des Königreichs. Dank ihrer Hingabe trotz Thailands Nest der Ewigkeit. Okay, Standort der Träumer der Karte hinzugefügt. Oh, gehe nicht weiter, kleiner Schatten. Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in dieses heilige Königreich zurückzukehren? Ein Ruf von jenseits der Siegel, vom Gefäß oder diesem gefangenen Licht. Würden die Siegel brechen, sie können nicht geöffnet werden. Aber das Gefäß wird schwächer, die Seuche verbreitet sich aufs Neue, sie müssen geöffnet werden. Doch unsere Siegel halten, unsere Pflicht besteht. Es muss verbannt werden. Unsere Pflicht besteht, es möge geschehen. Oh, was machen die? Kriegen wir jetzt eine neue Fähigkeit? Verblasse, kleiner Schatten, verblasse und lass uns in Ruhe schlafen. Was war das? Wundervoll. Was soll ich denn da machen? Ah, okay. Nein! Geduld haben. Ist also der Schlüssel. Fuck. Was passiert, wenn man nicht mit dem Controller, mit diesem Joystick läuft?
ich hatte gedacht, wenn ich auf dem Kleinen zurückgehe, dann kommt vielleicht so eine Plattform mit irgendeinem Bonus oder so. Eine Truhe oder sowas, aber dem war nicht so. Fuck. Zuhören. Was für ein schreckliches Schicksal sie dir auferlegt haben, dich in diesem Raum zwischen Körper und Seele zu werfen. Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahinschwinden, oder wirst du die Waffe vor dir an dich nehmen und deinen Weg aus diesem traurigen, vergessenen Traum bahnen? Was für eine Frage. Genommen. Traumnagel. Halte Y, um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen. Zerschneide den Schleier zwischen Traum und Erwachen. Oh, kann ich damit etwa diese Schattendinger zerhacken? Das wäre ja geil. Who are you? Ah, du bist zurückgekehrt. Willkommen zurück in der wachen Welt. Diese Gestalt, diese Träumer, sie haben dich mit dem bisschen Kraft, das ihnen noch bleibt, in diesen verborgenen Ort gezogen. Aber dieses Artefakt, das du jetzt trägst, der Traumnagel, er kann den Schleier zerschneiden, der die wache Welt von unseren Träumen trennt. Nicht einmal die Träumer selbst können sich vor solch einer Waffe verstecken. Ich muss jedoch zugeben, dass diese heilige Klinge mit der Zeit stumpf geworden ist. Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wiederherstellen. Du musst mir nur Essenz bringen. Essenz, die kostbaren Fragmente des Lichts, aus dem Träume gemacht sind. Sammle sie, wo du sie nur finden kannst. Bring sie zu mir, wenn wir genug haben, können wir gemeinsam Wunder vollbringen. Geh hinaus in die Weltträger. Jage nach den Essenzen, die sich dort verbirgt. Sammle 100 Essenzen und kehre zu mir zurück. Ich werde dich mehr lehren. Wow. Ist das jetzt DLC? Oder ist das jetzt... Aha. Davon soll ich 100 sammeln, na prima. Ist das jetzt das erste DLC oder ist das gehört das zum normalen Spiel? Das wäre ganz gut zu wissen, nicht, dass wir aus Versehen ins DLC gegangen sind. Ups. Oh. Ich will hier nicht sein. Fuck, und wir haben jetzt diesen einen Dingsschleier da nicht geholt, ne? Damn. Da hinten leuchtet es. Okay, doch nicht. Dämlicher Controller. Ja, ich weiß, da geht's weiter. Ah, eins ist noch da. Der Toten gedacht, reuige Motte, Träume geehrt. Okay. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach die Karten in diesem Gebiet und in unserem Geschäft? Cornife. Ja, alles klar. Speichern erstmal, was immer das hier war.
Schnell nach Hause. Mistmund. Ja, da reisen wir erstmal hin. Um die Karte zu kaufen, natürlich. Ah, und jetzt sollen wir wahrscheinlich in der Welt, überall, wo wir diese Bäume gefunden haben, das Ding benutzen. Diese Orte, ich glaube, sind nahe der Oberfläche. Oder es gibt hier eine Stadt, du solltest die Gelegenheit nutzen, um dich auszuruhen. Dieser Ort war einst voll von Reisenden, die kamen und gingen. Er scheint jetzt viel ruhiger zu sein. Begierig darauf, Hirschkäfer, hüpfe einfach auf die Plattform und Signal. Du wolltest mir eigentlich was schenken, wenn ich noch eine weitere Dings finde. Mal sehen, was die kostet, was der Corny Fair uns dafür abzocken will, weil so viel haben wir gar nicht, sehe ich gerade. Barfanada. 75, was ist das? Wispernde Wurzelnadel. Ah, und Kriegergrabnadel. Da ist einige interessante Grabmäler. Kannst die Nadel benutzen? Interessante, okay, alles klar. Ja, wir kommen eines Tages wieder, wenn wir Geld haben. Dann gehen wir jetzt zurück zu diesem Mantisbau. Station der Königin. Jawohl, ja. Voll der ärgerliche Mist. So, dann gehen wir diesmal da runter und versuchen. Schade. Diese Mantisfürsten platt zu machen. Das kann ja in Anführungszeichen nicht so schwer sein. Außerdem kennen wir jetzt auch den Weg. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das Schaden macht, aber warum ausprobieren? Na gut, warum ausprobieren, Gelle, und dann stelle ich mich dahin und versuch's. Idiot. Wir können es ja hier ransehen. Okay, macht keinen Schaden in der echten Welt. Also kann man es nur dafür gebrauchen. Moment. Das ist dumm und falsch, denn hier geht es, glaube ich, viel schneller. Ja. Also jetzt versuchen wir es mit dem Traumnagel nochmal. Oh, Schmerz! Oh. Da schon? Aber da unten ist mein Dingens, ne? Stolzer Krieger. Stolze Krieger an die Ehre gebunden. Ja. Gut, wir probieren die Bosse jetzt nochmal. Mantisfürsten. Ja, ja, ja. Oh, fuck, 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 fuck.
Geht das jetzt gleich los, wenn wir da hinlaufen? Kann ich eigentlich da schnell reinfliegen? Nein, schade. Na gut, herausfordern. Das fängt ja ganz hervorragend an. Das fängt wirklich ganz hervorragend an. Alter, natürlich. Shit. Gleichzeitig. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Na gut. Schneller. Reisen. Station der Königin. Ich werde unsere Seelen holen und... Wobei, wir gehen da jetzt nochmal hin. Wobei, nein, ich werde unsere Seelen da holen und dann werden wir uns auf die Suche nach irgendeinem anderen Weg machen, weil die sahen jetzt doch ganz schön OP aus. Vielleicht probieren wir sie auch Anfang der nächsten Episode nochmal, aber das war mir jetzt doch ganz schön krass, gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Ich meine, gut, wenn das gleiche Movement haben wir da eine Jahre, kannst du mal versuchen. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Würde mich wie immer freuen über ein Däumchen nach oben, beziehungsweise für alle, die neu sind, wenn ihr mich abonniert und demnächst wieder einschaltet. Und dann sage ich bis zur nächsten Episode. Macht's gut!